Hallo und willkommen zurück zu Anno 2205 und wir sind immer noch oder wieder auf unserer Raumstation, wo wir gerade keine Orbitalwerkstätten bauen können. Das ist sehr schade. Mit anderen Worten, nichts brennt oder explodiert. Wir müssen warten, bis das hier fertig ist. Was wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn ich das hier nicht gemacht hätte? Na gut, dann wäre ich hier hingekommen und hätte das bekommen. Okay, wäre auch gegangen. Ja, okay. Ja, dann, Das ist viel besser. Dann kriegen wir zwar jetzt hier gleich in 10 Sekunden ein paar Physiker. 9 Stück. Also ich glaube wirklich, je mehr man hat. Neue Gebäudearten verfügbar. Je mehr in dem Einflussbereich sind, wo man das baut, kommen, aber wie auch immer. Wir könnten jetzt theoretisch Biotech-Komplex bauen. Oder Elektronik-Reinraum. Oder, nee, Ingenieure nicht. Aber wir haben nicht genügend, alles. Nee, eigentlich haben wir überhaupt nichts. Dementsprechend haben wir vor allem auch keine Module. Dementsprechend müssen wir jetzt Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter. Ihn noch abwarten. Doch, aber es gefällt mir. Also von der Idee finde ich es ganz nett. So. Zurück zu dem. Da könnte jetzt mittlerweile die Trockenlegungspumpe fertig sein. Vielleicht. Das nervt mich immer noch mit unserem Kontolimit, dass das bei 5400 ist. Das ist nämlich echt ein Problem fürs Übernehmen. Also zumindest, wenn die anderen ein höheres Limit haben. So, wie sieht's denn aus? Liebe Pumpe, wie weit bist du denn? Eine Minute noch, okay? Ihr habt mehr Physiker, die braucht man nicht nochmal, haben wir ja schon welche. Könnten, ja, wobei, lasst uns mal ganz schnell noch dann einmal auf den Mond gucken. Du warst der richtige Mond, also da, wo viel passiert. Dann wollen wir mal hier vielleicht das letzte Gebäude bauen. Hier, genau. Das ist nämlich Ingenieure. Und das Ding bauen wir einfach nicht dahin, weil da kein Platz ist. Dann bauen wir es. Ja doch, wenn dann. Bauen wir es dahin. Bisschen zu wenig Strom. Glückwunsch. Neuen Erfolg. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. So, wo haben wir denn genügend Strom? Da haben wir Minus, da haben wir Plus, da haben wir ein bisschen Plus. Gehen wir hier mal runter. Transferoptionen werden aktualisiert. Trotzdem mal kurz schauen, ob noch irgendwo. Aber warte mal, hier haben wir extrem viel Energie. Ja, dann machen wir das doch so. Okay. Transferroute wird überarbeitet. Dann passt das jetzt. Und hier stellen wir jetzt Ingenieure her. Ja, passt doch. Dann kriegen wir nämlich die jetzt auch. Der Markt hier, der nervt mich immer noch. Ah, hier sehen wir jetzt mal, wie viel Geld die haben. Die haben 4 Millionen. Okay, wir können mehr haben. Okay, 4,3, also am Maximum. Die ist am 4,1 auch am Maximum. Aber die haben richtig krass. Jetzt auf einmal krass hohe Einnahmen. Was sagt denn unsere Kreditbilanz mittlerweile? Die Firmenanteile kosten uns immer noch. Das ist wirklich was, was ich nicht nachvollziehen kann. Müssen wir vielleicht für unsere zahlen? Das könnte sein. Die Frage ist, sollen wir es. Ne, die anderen haben mehr Geld als wir. Wir warten jetzt ab, bis wir mehr Geld als die anderen haben. Und dann machen wir was. Ha, so schaut's aus. Gut. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall mehr, deutlich mehr Geld. Bin ich im Richtigen? Ich glaube ja. Das heißt, wir werden jetzt mal hier ein paar mehr Einheiten, Wohngebäude bauen. Und zwar doch um unser Hauptquartierzentrum Dingens da, Bums da
rum. Nachdem das ja wirklich cool ist. Mit Größe und sonst was. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wir das ein bisschen umbauen müssen, damit das nicht so groß ist. Ja, du hast natürlich jetzt das klitzekleine Problem, dass du recht krasse Wartungskosten hast. Ja. Wie viele Module können wir hier bauen insgesamt? Wie viel waren es? 30, also einiges. 30 sind 5 mal 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, also irgendwie in diesem Bereich. Ich finde es interessant, dass sie mich nicht übernehmen wollen. Finde ich gut so, aber finde ich trotzdem interessant. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, das Ganze ist ungefähr in diesem Bereich. Nee, das ist eigentlich... Nee, das ist eigentlich falsch. Aber in diesem Bereich, das heißt, wir könnten jetzt hier Wohngebäude bauen. So. Und hier kommt jetzt die Straße rein. Und jetzt wird's teuer. Jetzt wird's extrem teuer. Gut, jetzt muss ich keine Zeit mehr dafür verschwenden. So. Also hier so. Und dasselbe sozusagen hier. Nee, Moment mal, das gefällt mir nicht. Ich kann mir wirklich Also was gut ist, dass hier sofort alles erfüllt ist. Das ist schon mal gut. Wir sind auch wieder im Plus. Also das freut mich auch. Weil die Firmenanteile uns jetzt auf einmal nichts mehr kosten. Was zum Henker? Was hat denn das für eine Reichweite? Sieht man das irgendwie? Nee, natürlich nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir hier sinnvolle Straßen hinkriegen. Wahrscheinlich steht das Ding eh komplett blöd, weil nach unten nicht viel Platz ist. Aber okay, lassen wir es erstmal. So ist es jetzt halt. Wir bauen mal ein paar mehr Wohngebäude. Oh, kriegen wir gerade jetzt viel Geld. Das gefällt mir richtig gut. Vielleicht sollten wir hier irgendwie eine Straße bauen. Ne, nicht dahin, sondern da kommt jetzt die Straße rein. Und dann hier, hier. Oh, das geht sich genau um eins nicht aus. Doch, es geht sich genau aus. Perfekt. Ha. So, und dann geht hier wieder eine Straße rein. Ne, es geht sich nicht aus. Ich wollte nämlich hier die Straße haben. Egal, machen wir es so. Und dann können wir hier wieder welche bauen. Und hier ebenfalls. Transitroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Das sieht zumindest vom Prinzip her mal so aus, wie ich es mir vorstelle. Das Gute ist halt, dass hier wirklich sämtliche Bedürfnisse sofort erfüllt werden. Und hier in der Mitte können wir jetzt einfach noch ein paar von diesen Modulen bla 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 bauen, die zwar eben die Unterhaltskosten steigern, aber eben uns ersparen, diese ganzen anderen Gebäude zu bauen hier mit Sicherheit und was weiß ich, die halt auch schon 1000 kosten. Ja, passt. So, dann machen wir hier im Prinzip da drüben dasselbe. Eins, Straße frei. Oh, neue Stufe, sehr schön. Wettbewerbsvorsprung ausgebaut. Und auch hier
bauen wir. Transferroute ineffizient. Ursache: fehlende Waren. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Und jetzt haben wir anscheinend hier ein klitzekleines Minus von irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel von Biokost. Also ganz klitzeklein. Ach du Schande. Was aber auch daran liegt, dass die Luxuskost, wenn ich mich nicht täusche jetzt, was wir ja vorher aktiviert haben, ist die hier? Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Die benötigt ja jetzt, genau, Biokost und nicht mehr Rindfleisch. Mit anderen Worten, wir haben viel zu viele Rinderfarmen. Was gut ist, weil die waren teurer. Dementsprechend können wir die jetzt mal alle abreißen. Beachten Sie, dass die Auktion eigener Firmenanteile begonnen hat. Wow! Können wir die wir können die Aktion Schuppe anhalten. Kommt planmäßig an. Gefällt mir. Also wir können Auktionen, die uns nicht taugen, abbrechen. Wahrscheinlich nicht allzu oft, aber wir konnten es zumindest. Hat uns das jetzt irgendwas gekostet? Bin mir noch nicht sicher, was die Insider genau machen. Es erhöht einfach die Chance, irgendwas auszuführen. Aber ich finde es schön, dass wir unseren die Aktion abbrechen konnten. Finde ich gut. Der hier ist halb aufgekauft. Ja, ich denke, wir sollten uns auf einen konzentrieren und gut ist. Wir sollten echt schauen, dass wir unsere erstmal komplett kaufen. Der hat noch 400.000. Die hat 4 Millionen. Die verliert gerade Geld. Sehr gut. Gegnerische Firmen, die Geld verlieren, mag ich. So. Wir waren dabei, Rinderfarmen abzureißen. So, Nummer 1. Oder Nummer 2, um genau zu sein. Nummer 3. Nur vorsichtig sein, nicht, dass wir die doch noch irgendwo brauchen. Ja, wir brauchen sie nicht. Okay, dann auch weg. Gut. Und die letzte auch noch. So, diese Rindfarmen, Rindfleischfarmen, wie auch immer, haben nämlich 450 Unterhaltskosten gebraucht. Die hier hingegen kosten nur 20. Mit anderen Worten, deutlich günstiger. So, jetzt müssen wir nur schauen, wie viel wir davon brauchen. Also 63. Gott, das ist viel. Ja, wobei, es geht eigentlich. Es geht ja, da brauchen wir gerade mal 2 Gebäude. Oder 3, irgendwie sowas. 1, 2. Ja, passt nicht mehr hin. Schade. Dann da noch eins. Auch voll ausgebaut. Drei, vier. Wunderbar. Dann ist das im Positiven. Jetzt bauen wir da noch irgendwie das hin. Dann haben wir auch wieder Logistik. Wunderbar. Dann wäre dieses Problem beseitigt. So, als nächstes, ja, haben wir noch ein Synthzellenproblem. Dann bauen wir da einfach nochmal eine Farm. Wo sind denn die gerade? Die müssten auch hier irgendwo sein. Nicht? Hier? Da. Die sind hier. Haben wir da Platz? Das ist schon recht groß, das Ding. Ich glaube, das kriegen wir da nicht rein. Hier könnte man es. Nee, auch nicht. Muss da rein oder nicht? Wir könnten theoretisch das hier entfernen. Oder? Diesen Weg. Dann haben wir mehr Platz. Dann machen wir das mal. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehr geht nicht. Sind wir nur noch bei minus 8.
Jetzt aber auch bei Algen minus. Wie rum? Nee, Sojabohnen ist ja... Das Ding braucht ja keine Sojabohnen. Es braucht Algen. Bauen wir noch eins und gutes. Also. Und dann müssen wir noch eine Algenfarm bauen. Eins, zwei, drei, vier. Mehr geht nicht. Und eine Algenfarm. Wo können wir die hinklatschen? Ich glaube, hier war noch ein Bauplatz, genau. Naba. Und einmal verbunden. Irgendwie über eine Straße nennt sich das, glaube ich. Dann sind wir noch bei minus 27, 11 und im Positiven. Wunderbar. Gut, dann... Höchst zufriedenstellend. Geht immer noch nicht um mich. Aber die Seimann könnte interessant sein. So, 55. Yay. Unternehmenslabel angepasst, um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. Was haben wir denn jetzt? Wir sind Kultfirma. Yeah. Wie auch immer. Auf jeden Fall, wir sind Kultfirma. Aber wir produzieren zu wenig Intelliware. Das ist sehr schade. Wo ist ein Intelliware? Hier, Nanofabrik. Wieder können wir noch was erweitern. Dann machen wir das doch mal. Ui, wie viele können wir denn da noch bauen? Und schon können wir nicht mehr mitbieten. Ihr habt alle zu viel Geld. Das wird in der Zentrale gewiss Zuspruch finden. Die haben echt zu viel Geld. Ich hoffe echt, dass wir hier... Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, ist mir wurscht. Gut. Wir müssen uns jetzt erstmal um die Probleme hier kümmern. Also, das passt. Und als nächstes wird garantiert, werden die Androiden auch kommen. Da können wir nichts mehr machen. Wie sieht's hier aus? Da auch nicht mehr. Wir haben auch nur zwei. Okay. Ihr kostet was? Synthzellen und neuronale Schaltkreise. Können wir die neuronalen Schaltkreise selber herstellen? Ja. Das ist das da. Ah, Industrie, hier. Wo? KI-Montagefabrik. Okay, wir haben nur eine. Es kostet uns Bioharz und Siliziummine. Okay. Bioharz haben wir genügend. Silizium haben wir auch noch. Dann bauen wir doch direkt hier noch eine hin. Das ist ja, genau. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Und das ist mir zu wurscht, wie sehr wir im Minus sind bei allen anderen Sachen. Und dann jetzt hier noch eine KI-Ding. So, das könnte jetzt erstmal reichen. Da sind wir jetzt überall noch im Positiven. Wunderbar! Sehr gut. Dann, wie sieht's denn aus? Hier hat man jetzt einige Gebäude gebaut. Seid ihr also, schon aufgestiegen? Kann ich behilflich? Ja, teilweise. Ja, dann würde ich sagen, vergrößern wir einfach mal. Können ja noch ein bisschen anbauen. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Die Routen müssten wir uns vielleicht auch mal angucken. Da ist natürlich jetzt was im Weg. Das habe ich befürchtet. Dann bauen wir in die Richtung. Ich wüsste echt gerne, in welcher Reichweite das funktioniert. Das ist nämlich nicht ersichtlich. So, aber hier oben können wir einfach noch was dran setzen. Hier
Sollten wir kein Problem haben. Und nochmal eine Firmenstufe. Jetzt geht's aber los. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Oh, 6 Millionen. Wie haben wir das gekriegt? Weil wir die Transferroute Firmen... ineffizient. War das der Ursache? Aufstieg? Fehlende Waren. Kriegen wir jetzt Geld dazu? Nein. Sehe ich, was ich als nächstes krieg? Kontolimit 100.000. Wie viel Geld kriege ich denn? 300.000. Hä? Wie bin ich dann da hingekommen? Mit anderen Worten, wir müssen gerade mal kurz auktionieren. Weil wir haben gerade am meisten Geld. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt unsere Firma erstmal komplett. Also ich möchte meinen Aktien haben. Und dann, ich bin sicher, dass Sie aus Ihren Fehlern lernen. Ja, und dann sagen wir mal, mach mal diesen Einfluss hier mal. Das können wir immer uns immer noch leisten. So. Schauen wir mal. Also gerade sind wir bei plus 40.000 und zahlen 21.000. Sag mal. Und gehen jetzt hier mal rein. Ich wünschte, wir könnten Ihnen helfen. Nein. Aber wie die Dinge stehen, tut mir leid. Meins. Meine Firma. Meins. Geht weg. Sag mal. Meins. Das ist meine Firma. Bra, 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 bra. Space Shuttle dockt an. Oh nein. Yeah. So, Anteilsbonus 24%. Bam. So, hat sich da jetzt irgendwas getan? Das ist jetzt schwer zu sagen. Vorher waren es 40.000, jetzt sind es 50.000. Wurden es jetzt 50.000 wegen den Firmenanteilen oder was weiß ich? Oder hatte das gar nichts zu sagen? Wie auch immer, wir kriegen auf jeden Fall jetzt einen Einflussbonus. Das finde ich gut. Wie sieht's hier Ihre drin aus? Zeichen sind innerhalb der Parameter. Da geht's langsam voran. Dann machen wir mal einen kurzen Abstecher hier hin. Mittlerweile sollte diese Trockenlegungspumpe nämlich fertig sein. Wir sind jetzt bei 5,7 Millionen als Maximum. Also wir müssen echt schauen, dass wir hier hochkommen mit unseren Firmenstufen. Einfach aus dem Grund, dass wir mehr maximales Geld haben können. Das ist nämlich ein guter Trick, wenn wir einfach doppelt so viel Geld haben wie alle anderen außenrum. Dann können die uns nämlich nicht aufkaufen. Finde ich gut. So, Trockenlegungspumpe. Hier oben bitte einmal abschließen. Genau, was kostet uns das? 100 Iridium. Endlich. Diese Pumpen waren kein schöner Anblick. Erfolgsliste. Howard wird diese Pumpen nicht mögen, aber was soll er schon tun? Die Tundra zu kolonisieren war schließlich seine Idee. Die anderen Custodians wollen Siedler in meinen Bereich schicken. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich nehme nur Spezialisten auf. Wir brauchen ein Expertenteam, um das Virus zu bekämpfen. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Gut, also jetzt können wir hier Smart-Drohnen produzieren. Dafür können wir jetzt endlich diese Wolfram-Mine hier einmal bauen. Was haben wir noch? Kobalt-Mine. Haben wir noch einen zweiten Bauplatz? Wo kommen wir denn jetzt überhaupt alles hin? Ich vermute mal, dass wir Kobalt einfliegen, fliegen? Chippern. Wie auch immer, müssen. Wir haben nämlich, glaube ich, nur Platz für einen Bergbauplatz. Es ist irgendwie schade, dass auf der Karte das zumindest meiner Ansicht nach nicht besser... Oh. So viel dazu. Aber hier komme ich noch nicht hin, richtig? Nee, hier komme ich nicht hin. Hier ist ein, ja, es gibt schon recht viele, aber ich muss erstmal da weiterkommen. Okay, wie auch immer. Also, wir haben jetzt Wolfram und können jetzt aus Wolfram Nanochips herstellen und dann brauchen wir Kobalt. Gut, dann schauen wir mal, wie wir Kobalt herschicken können. Also, Kobalt. Würde ich sagen, gehen wir hier mal rein und produzieren mehr Wolfram. Kobalt, so heißt's. Dass wir dann hier rüber schicken können. Ja, das klingt gut. Hier mal Platz. Also einmal Kobalt.
das Ganze erweitern will, logischerweise. Und schicken das dann hier rüber. Was bist du denn eigentlich? Auch eine Kobaltmine. Gut. Und im Prinzip war es da schon wieder. Also Kobalt von hier nach dahin bestätigen. Warte in Transferroute registriert. Bis nichts brennt oder explodiert. Zumindest im Augenblick. Das ist doch schön. Wenn nichts brennt und nichts explodiert. Sehr beruhigend. So, also wir haben Kobalt, wir haben Wolfram, dann können wir jetzt hier unsere Produktion bauen. Dafür müssen wir einmal hier hoch. Hier hin. So, dann bauen wir jetzt, können wir das eigentlich auch ausbauen. So, plus 20. Und können jetzt hier unsere Chipsfabrik Achtung, herstellen. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Produktion, Verbrauch, ja, bla. 1, 2, 3. Wie viele können wir da bauen? 4? Ach du Schande, das ist ja viel. 6 können wir. Nee, das ist vollkommen okay. Einmal das hier. Die bieten schon wieder fröhlich rum. Und dann hier nochmal Strom. Oh. Deutlich mehr Strom. Ich habe hier wohl etwas übertrieben. Aber wir können ja hier mal Energiewartung machen. Dann kostet uns das weniger Strom. Und du? Wie viel Energie? Auch. Einen noch. So. 1,3. Da hätte ich jetzt mitgeboten. Alles, was so günstig ist, nehme ich doch. Also ich meine, 1,5 ist ja fast ein Schnäppchen. Gut, dann. Was soll ich sagen? Das war schlecht. Dann haben wir jetzt hier ein neues Ding. Eine neue Aktie. Sehr schön. Wunderbar. So, und hier können wir jetzt den Drohnenstock bauen. Kostet uns natürlich auch wieder Energie. Wo habe ich denn noch Platz? Im Prinzip hier oben dann. Machen wir es mal so. Dann kann ich die Kraftwerke nicht... Oh Gott, ja, kann ich. So. Kaum macht man es richtig, hat man auch genügend Energie. Grr. Was brauchen wir hier? Gemeindezentrum. Was brauchen wir denn dafür noch? Noch ein paar mehr Ökologen. Wie viele haben wir denn? Wie viel brauchen wir? Draußen ist es kalt, oder? Es Kommen passen Sie herein. 15 rein in ein Dorf, Gebäude, aber es ziehen wohl nur 9 ein, okay. Dementsprechend brauchen wir 61 mal 9. 6 mal 9 sind 450. 54. Das heißt, 540 sollten wir erreichen. Machen wir aber trotzdem hier noch eine Reihe. Sie dachten, die Smart-Drohnen haben wir jetzt, ja genau, auch, ja. Von Ihnen. Moment, sie dachten, sie können einfach reinschneiden, nett von ihnen? Das klingt irgendwie widersprüchlich. Egal, wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall mal wieder am Ende der Folge. Ja, ein paar Ökologen brauchen wir noch, bis wir hier das Gemeindezentrum haben. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!